So, guten Morgen zusammen, guten Tag. Keine Ahnung, wann ihr das Video guckt. Wie gesagt, so, neuer Tag, neuer Shop, man kennt es. Kurz in eigener Sache, ihr seht hier unten, der Passive-Code ist jetzt weg, weil er wurde schon wieder geknackt vom Marcel Fieswald. Glückwunsch gehen erstmal da an der Stelle wieder raus. Ich habe halt vor, jetzt Skins halt zu verlosen. Die Frage ist halt nur, mache ich es über die Kommentare oder mache ich es im Livestream? Ganz ehrlich, im Livestream wird es mir besser gefallen, weil, aus einem ganz einfachen Grund, man sieht direkt, wer gewonnen hat und die Sache ist auch direkt erledigt. Ich muss keinem hinterherlaufen, hör mal, du hast gewonnen, melde dich, bla bla bla. Also ich weiß nicht, wie ihr es findet, würdet ihr es lieber im Livestream bekommen oder quasi einfach über die Kommentare mit eurem Epic-Namen oder ich suche irgendeinen Kommentar raus. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze finden würdet. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt schon rein in den Shop und wir sehen den Raptor. Den Raptor in der neuen Variante. Nämlich so. Wurde ja schon jetzt vor langer Zeit geleakt. Was ich eigentlich persönlich ziemlich schade finde. Also, diese ganzen Leaks ist alles schön und gut. Aber will man wissen, was vorher schon irgendwann kommt? Also ganz ehrlich, mir fehlt da so ein bisschen die Spannung, als ich dann gelesen habe eben, Raptor, wusste ich direkt, ist der rote. Also ganz ehrlich, da fände ich es halt besser, wenn wirklich da gar nichts irgendwie geleakt werden könnte. Aber ist nun mal so, also hier ist der Raptor in rot. Ich finde persönlich, er sieht noch mal deutlich besser aus als in der Variante. Auf jeden Fall. Er passt doch besser ins Spiel rein, weil er halt ziemlich dunkel ist. Ihr dürft nicht vergessen, wir müssen uns auch teilweise tarnen, dass wir nicht gesehen werden von den anderen. Von daher würde ich halt echt sagen, die Variante ist deutlich besser als hier die. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Als Neues haben wir ein Rückenaccessoire. Ja, ist halt ein Rückenaccessoire. Dazu hätte man eigentlich auch noch einen lustigen Kürbis-Skin erstellen können, in meiner Meinung nach. Einfach auch in diesen lila Tönen. Also da wäre eigentlich schon ein bisschen was drin gewesen. Gerade überlegen, ja gut, er passt zwar jetzt zur Pest, weil ich den gerade sehe. Ja, ne, passen tut er da auch nicht, weil er nämlich auch kein Lila drin ist. Aber wie gesagt, die Pest ist halt jetzt auch wieder drin. Mit dem passenden Umhang, mit dem kleinen Loch unten drin. Der Skin an sich sieht eh immer nice aus. Ist halt auch so ein guter Skin, weil er halt ziemlich dunkel ist. Weil dunkle Skins fallen halt in meinen Augen nicht so auf. So, dann haben wir noch die Spitzhacke, die altbewährte. Ja, vom Ton her wie immer. Ziemlich Standard in meinen Augen. Und dann haben wir noch den Kleiter dazu. Ja, ist halt, ja, ist halt ein einfacher Kleider. Ich sage, das sage ich auch immer. Mich stören die Kleider, die zu riesig sind. Weil klar, gut, zur Zeit ist es nicht mehr so, dass wir viel rumspringen und den Kleider oft im Spiel benutzen, außer am Anfang. Aber ich mag lieber diese kleinen Kleider, weil ich einfach viel mehr vom Spiel sehe. So, dann haben wir hier die weibliche Variante von dem Raben. Mit dem passenden Rückenaccessoire. Schön noch die Glocke hinten dran. Die Reagenzien wackeln auch. So, was haben wir noch? Das haben wir, das haben wir. Yep. Dann natürlich alle Fußball-Skins. Die lassen sie uns wahrscheinlich auch noch lange drin, weil sie wandern so ganz langsam nach außen erst. Wir gehen sie gerade noch mal alle ganz schnell durch. Ich meine, wir haben sie jetzt 3 Tage hintereinander im Shop. Inzwischen sollte eigentlich jeder wissen, wie der Skin aussieht. So, sind halt immer, es ist halt in Anführungszeichen immer dasselbe. Der Mund geht auf. Gut, außer bei ihr. Sie hat keine Lust auf Mund aufmachen. Sie auch nicht. Sind auch die einzigsten zwei, wo der Mund zu bleibt. Also nach 3 Tagen fällt mir dann doch noch was Neues auf. So, dann haben wir die Überlebenskünstler. Halt so ein kleiner Army-Soldat. Beziehungsweise Soldatin. Dann haben wir Showstopper.
Ich noch, oh, der Rülpser. Ja, sehr laut. Hä? War das gerade ein Bug? Erst rülpst er. Jetzt macht er einen Hampelmann. Hä? Habt ihr das auch? Oder ist es irgendwie beides? Und hier macht dann Hampelmann und da rülpst er. Okay. Dann haben wir noch Windig drin. Ja. Also wenn ihr euch so im Wind bewegt, dann gute Nacht. Ich glaube, dann habt ihr eher ein kleines anderes Problem, als dass der Wind euch stört. So, dann haben wir noch Boxenstopp mit drin. Auch schon jetzt des Öfteren drin gehabt. Ist halt ein Standard-Skill. Dafür auch nicht zu viel erwarten, aber an sich sieht er schon recht gut aus. Aber halt Standard. Dann haben wir noch die Zaubermacht. In verschiedenen Varianten. Einmal in, ich glaube, zwei Stück sind es, ne? Ja, einmal in Blau, einmal in Rot. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Ich muss nämlich gleich auf die Arbeit. Und wie gesagt, schreibt gerne eure Kommentare unten rein. Würde mich sehr freuen, wenn du noch kein Abo bei mir da gelassen hast. Haus jetzt gerne raus. Wie gesagt, am Donnerstag kommen schon wieder die neuen Aufgaben. Und dann würde ich sagen, wie immer, gibt nicht zu viel Geld aus. In dem Sinne, haut rein.